Meine Damen und Herren, liebe Freunde, Vizeministerpräsident Aiwanger ist derzeit ungewöhnlich oft in den Medien zu sehen. Grund dafür ist wohl ein Interview, welches er zusammen mit dem Ministerpräsident Söder gab. Söder selbst verwies in dem Interview das Wort an seinen Vize. Aiwanger möchte sich doch bitte selbst äußern, warum er eine Impfung verweigere. Herr Söder glaubte wohl, er hätte dem Freien Wählerchef damit ein Bein gestellt und ihn zum neuen Sündenbock gemacht. Doch der blieb gelassen und argumentierte mit dem Recht auf seine eigene persönliche Entscheidung. In der Folge wurde Herr Aiwanger dann überall sofort interviewt und eingeladen, um seine Standpunkte zu wiederholen. Ich erkenne zwar durchaus an, dass Herr Aiwanger hier ein gewisses Maß an Mut an den Tag legt, aber ich möchte daran erinnern, dass dieser Herr all die bisherigen Maßnahmen mitgetragen hat, dass auch er für die spalterische Stimmung im Land mitverantwortlich ist. Und vor allem, Herr Aiwanger übernimmt hier medienwirksam und kurz vor der Bundestagswahl einfach mal zahlreiche AfD-Positionen. Das ist wohl kaum ein Zufall. Wir alle wissen, Herr Aiwanger will mit den Freien Wählern unbedingt in den Bundestag einziehen. Dass die Medien diese Strategie mitgehen, ist mal wieder bezeichnend. Die AfD und ihre Argumente werden dagegen totgeschwiegen. Dann kommt Herr Aiwanger, kopiert unsere Forderungen und wird als der große Streiter der Grundrechte gepriesen. Dabei hat er als Vizechef der Regierung in Bayern maßgeblich an den größten Freiheitseinschränkungen der Geschichte mitgewirkt. Dieses Schauspiel, meine Damen und Herren, ist eine Farce. Bayern und Deutschland brauchen keine Wahlkampf-Opposition, die sofort nach der Wahl wieder mit den Grünen kuschelt. Dieses Land braucht eine echte Alternative, und zwar dauerhaft. Und das ist nur die AfD. Aus dem Bayerischen Landtag, ihr und euer Ingo Hahn.